Wir sollen hier diese fünf Brüche kürzen. Im ersten Bruch kann man oben und unten durch 8 teilen. 8 geteilt durch 8 macht 1 und 32 geteilt durch 8 macht 4. Somit finden wir den Bruch 1 Viertel, den man nicht weiter kürzen kann. Diesen Bruch können wir schon mal durch 3 kürzen. 33 geteilt durch 3, das macht 11 und 90 geteilt durch 3, das macht 30. Und diesen Bruch 11 Dreißigstel können wir nicht weiter kürzen. In diesem Bruch können wir auf jeden Fall oben und unten durch 12 teilen. Somit finden wir 4 Zwölftel. Und diesen Bruch kann man noch weiter kürzen durch 4. Das ergibt dann ein Drittel. Es ist nicht schlimm, wenn man nicht sofort den größten gemeinsamen Teiler von Zähler und Nenner findet. Man kann auch schrittweise kürzen. In diesem Bruch können wir auf jeden Fall oben und unten durch 2 teilen. 162 geteilt durch 2 macht 81 und 54 geteilt durch 2 macht 27. Hier könnte man weiter kürzen, zum Beispiel durch 9. Es sei denn, man sieht sofort, dass 81 das Dreifache von 27 ist und somit ergibt dieser Bruch 3. Den Bruch können wir auf jeden Fall oben und unten durch 13 teilen, denn 156, das ist 12 mal 13 und 26, das ist 2 mal 13. So erhalten wir also 12 halbe, das heißt 6. Alle Brüche sind gekürzt, Auftrag erledigt.